Moin, ihr Sonnenscheine. Warnung vor neuer Anrufabzocke. Ruft diese Nummer an, sofort auflegen. Telefonbetrug ist auch in Deutschland ein Thema. Aktuell versuchen Betrüger, ihre Opfer mit Anrufen unter einer bestimmten Nummer in die Falle zu locken. In den letzten Tagen häufen sich die Meldungen über verdächtige Anrufe unter der Nummer 01521 466 2659, warnt Tellos. Offenbar handelt es sich dabei um eine neue Form des Telefonbetrugs, bei dem Kriminelle an persönliche Daten der Empfänger gelangen wollen. Wenn man den Anruf annimmt, wird man von einer Computerstimme begrüßt und bekommt ein Angebot zur Kostenersparnis bei der Krankenversicherung. Wer auf die Aufforderung reagiert und die 1 drückt, landet bei einem Callcenter-Mitarbeiter, der persönliche Daten abfragt und zum Wechsel der Krankenkasse drängt. Wer skeptisch bleibt und nicht reagiert, wird teilweise immer wieder kontaktiert, manchmal auch unter wechselnden Nummern. Das Prinzip hinter der Betrügerei ist einfach. Die Callcenter verwenden Wählcomputer mit raffinierten Programmen, die nicht nur Nummern fälschen, sondern auch potenzielle Opfer identifizieren. Die Technik heißt Call-ID Spoofing und erleichtert Betrügern das Leben. Es handelt sich dabei um sogenannte Ping-Anrufe, die die Existenz und Reaktion der Angerufenen testen. Das Ziel von dem Betrüger ist es, unter Druck Geschäfte anzubahnen oder persönliche Daten zu erlangen. Bei Rückrufen kann auch die Weiterleitung nach Drücken der Taste 1 schon zu hohen Zusatzkosten für den Anrufer führen. Diese Form des Betrugs stellt eine Herausforderung für Verbraucher und Gesundheitsdienstleister dar. Sie erfordert eine stärkere Sensibilisierung und geeignete Maßnahmen zum Schutz vor finanziellen und persönlichen Schäden. Das Problem ist nicht zu unterschätzen. Laut Tellos sind 75% aller Anrufe von angeblichen Krankenkassen als Spam oder Phishing einzustufen.